Hallo, liebe Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Jahresrückblick 2021. Da ihr den ersten Teil so gut angenommen habt, es haben sich jetzt insgesamt drei Teile ergeben. Den dritten Teil werdet ihr dann auch noch in Kürze sehen. Aber heute möchte ich euch erstmal recht herzlich zum zweiten Teil begrüßen. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei diesem Video. Das sieht doch fast wie eine Euro-Dual aus.
Dank des Lokführerstreikes folgen die Güterzüge heute im Lokabstand. Finde ich ganz toll. Ja, das war mal eine tolle Sache. Der Skoda Doppelstockzug auf der Strecke Augsburg-München. Ein Gleismesszug, was uns hier doch noch alles heute erwartet am zweiten Streiktag. Das ist ja mal eine ganz tolle Railpool-Lokomotive, vermietet an RTB Cargo. Die 186-423. Cargo.
war wieder die tolle Rhein-Cargo. Wenn wir groß sind, werden wir Lokführer, Lokführerin. Ja, jetzt ging es nochmal Schlag auf Schlag. Die Rhein-Cargo hatte noch Triebfahrzeugführerwechsel und jetzt möchte ich mich mit der Erfurter Bahn nach Ebenhausen von euch nochmals verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Gerne könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Weitere Infos könnt ihr auch erhalten über Facebook, Twitter und Instagram. Dazu findet ihr die Sachen in der Kanalbeschreibung. Bis bald, bleibt gesund, euer Andreas L. Läuft auf HP0.
die jetzt auftauchende DB Cargo läuft auf HP0. Bayern waren mit ihrem Henkelzug. Cargo mit Doppeltraktion, jetzt Einfahrt der Erfurter Bahn auf Gleis 1.
die Bayern waren. Danke dem TF von ELL und schöne Grüße zurück. Etwas ganz Seltenes auf der Strecke, ein IC2.
Direkt gegenüber. Der ICE 99 Zürich-München. In den Bahnhof Lindau-Insel. Am Stellwerk stand noch Lindau Hauptbahnhof dran. Rechts. Exit to the right. Thank you.
Hallo liebe Eisenbahnfreunde, jetzt kommen wir zum Ende des zweiten Teils des Jahresrückblick 2021, meine Highlights. Ich hoffe, euch hat auch der zweite Teil wieder gut gefallen. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht habt. Der dritte Teil wird auch in Kürze online kommen. Ich denke mal so in 2-3 Tagen. Wenn ihr schon früher kommt, werde ich euch über die gewissen Social Medias informieren. Ich wünsche euch nun bis zum nächsten Mal alles Gute. Bleibt gesund. Euer Andreas Ill. Bayerbahn mit ihrem Zug Richtung Donauwörth, Nördlingen, Gunzenhausen.